Hier gibt es immer was zu tun. Falls du Zeit hast, wirf mal einen Blick aufs schwarze Brett. Da ist momentan nichts. Alright. Aha, die hat er wohl schon alle aktiviert, oder? Angeschlossen, oder? Sieht zumindest so aus. Okay, in die Richtung. Echt cool. jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis wir das wieder aktivieren können. Wow, das Gebäude ist ja noch höher als das Gebäude, also das Hochhaus, wo wir die ganze Zeit pausen. Ah, das ist so, das sieht aus, wenn das gerade im Bau gewesen ist, wo vor die ganze Seuche ausgebrochen ist. Ja, okay. Tiretten und nochmal Tiretten. Als ob uns Tiretten retten könnten. Ich glaube, die Tiretten sind der Grund dieser Seuche. Die Tiretten haben uns alle untot gemacht. Hallo, jemand da? Nein. Hallo, hol. Her damit. Nee, hier ist soweit nichts. Jetzt tief runter. Da springe ich mal lieber nicht runter. Hier ging es schon eher. Okay. Können wir hier auch hier hoch? Nee, dann kann ich leider nicht hoch. Toll. Wie kommen wir denn da jetzt hin? So. Ja, komplett einmal rumlaufen, oder wie? Ach, das ist die Quarantänezone, wo ich schon mal gewesen bin. Kein Lager. Zumindest noch nicht jetzt.
werden. Bitte, du hilfst mir doch! Wenn du nicht gewesen wärst, hätten sie mir den Kopf abgerissen. Nein, keine Ursache. Und sieh zu, dass du Land gewinnst. Okay, hier geht's wohl nicht mehr weiter. Oh, hier sind wir sogar bei den, bei dieser Baustelle. Ach so, das ist das, wo die Arena drin ist von Raiz. So ist das also. So ist das. Ja. Toll. Die Richtung ist das. Wir können sogar gar nicht rein. Naja, zum Glück. Hätte auch keine Lust drauf. Bin mir sicher, dass wir Raiz früher oder später nochmal begegnen werden. Ob wir wollen oder nicht. Aber wir haben ja sowieso noch ein Hühnchen mit ihnen zu rupfen. Okay. So kommen wir nicht hin. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Nein. Ich weiß, wir kommen dann, wir sollen dann nur in die Höhle gehen bei Nacht, aber können wir nicht sagen, dass wir die Höhle nur bei Nacht betreten können, oder? Ja, hier in die andere Richtung noch. So, hier ist auf jeden Fall die Quarantänezone. Damit ist doch nicht die Höhle gemeint, oder? Nee, die Quarantäne ist hier und die Höhle, wo wir hin sollen, ist etwas weiter noch. Also, gehen wir nochmal hier hin. Danach hat überhaupt noch keiner geguckt. Da können Raiz Männer ja nicht schwimmen. Sehr schön. Ah, ich sehe es. Ich verstehe schon. Die Höhle kann man nur unter Wasser erreichen. Da hätten wir ja ewig suchen sollen. Puh.
Ach du meine Güte. Ja. Ich hätte mich heilen sollen. Scheiße. Und da sind auch noch Schattenjäger. Okay. Naja, so konnten wir auch Medikit sparen. So, wir müssen aufpassen mit den Schattenjägern. Ah, ja, danke schön. Das ist ja echt. Und unter Wasser kann man sich ja gar nicht heilen, das ist blöd. Hau ab! Scheiß Schattenjäger. Aber wir müssen ihn ausschalten. Oder besser gesagt. Kampfunfähig. Töten! Wie auch immer! Und dann sollen wir auch nachts noch da reingehen und reicht mir jetzt schon. Wie viel halten die denn noch aus? Das kann doch nicht wahr sein. Geschafft. Meine Fresse, ey. Die kosten eine echte Energie. Wie stark muss man denn noch werden, um diese Dinger besser vernichten zu können? Mein lieber Scholli. Und dann sollen wir hier nachts noch reingehen. Ja, klar.
So, dann suchen wir die 10 Pilze und dann nix wie weg hier. Oh, die müssen wir nicht wirklich bis zur Nacht warten. Wo sind die denn? Ach du meine Güte. Ah, da. So. So, ja, und nun? Sechs Stück haben wir schon mal. Irgendwas sagt mir, dass wir da hoch müssen. Verdammt! Toll. Wie spät ist es jetzt? Supi. Supi. Es fehlt noch immer noch einige Pilze. Oh Gott, ich befürchte also, dass das Vieh gleich wieder da ist, oder? Okay. Sieben Stück. Oh, Kacke. Ich hab's befürchtet. Die Pilze kommen auch immer wieder, okay.
weil. Kann ich doch nicht neu, ne? Wieso kann ich hier die nicht einsammeln? Oh, komm schon. So. Okay, dann hatte ich die noch nicht eingesammelt gehabt. Zwei Stück noch. So, eine noch. Okay. Oh, man. Wie weit ist das jetzt? Okay, da. Versuchen wir es, heiter rauszukommen. Das ist ein Flüchter. Okay, nehmen. Lass mich doch mit deiner Rabattaktion hier. Achso, hier sind wir ja schon. Okay. Dieser Trunk wird dich vor den Untoten verbergen. Aber nur für kurze Zeit. Es kann auch passieren, dass er deine Sinne trübt. Ich kann stärkere Tränke brauen. Aber dafür brauche ich wirksamere Zutaten. Deren Beschaffung ist riskant. Du bist nun bereit, mir zu dienen. Was willst du? Von dir? Überhaupt nichts. Ich werde dich nie um etwas bitten. Du wirst tun, wonach dir der Sinn steht. Ein Mann mit einem freien Willen. Doch in Wirklichkeit wirst du dabei stets nach meinem Willen handeln. So wie jetzt, in diesem Moment. Diese Dame spricht wirklich einen Rätsel. Nehmen Sie den Trank zu sich. Inventar ist voll. Na toll, toll, toll. Zerlegen. Ich rufe dich, wenn die Zeit reif ist. Geh.
Genieße deine Illusion freien Willens. Du kannst gehen, aber wir werden uns wiedersehen. Ich soll das Zeug trinken? Achtung! Was passiert mit mir? Wenn ich nach vorne gehen möchte, laufe ich rückwärts, und wenn ich rückwärts gehe, laufe ich vorwärts. Oh Gott. Ob ein stärkerer Trank weniger Nebenwirkungen hat? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott sei Dank, jetzt hat die Wirkung nachgelassen. Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Käse? Nein, danke, so einen Trank kann ich gerne drauf verzichten. Okay. Machen wir mal die Nacht eben durch. Oh, sehr schön. Gut. Machen wir als nächstes das mit den Batterien. In die Richtung. Nein. Und tschüss. Dankeschön für den Hochsprung. Erwischt mich das Vieh auch noch. Verdammt. Gerade wo wir die LKW-Batterie hatten. Okay, noch einmal. Hier. Hey.
Okay, das war's. Stachelzaun. Deswegen kommen wir da nicht rüber. Und ab. So, hier, bitteschön. Kurt, ich hab die Batterie. Wir haben also ein Gehäuse. Besorg mir jetzt vom Schrottplatz noch Altmetall als Schrapnell. Schau dich danach in Läden oder Lagerhäusern nach Zucker und ein paar Kabeln um. Mit dem ganzen Kram baue ich eine Bombe, die auf einen Schlag 100 Infizierte zerfetzt. Klingt gut. Das sollte als Schrapnell... Gehen diese Kabel hier? Jo. Nun? Wir haben also noch nicht alles. Oh, toll. Ich habe gedacht, wir hätten alles schon. Okay. Wie weit ist das? Ich wollte gerade sagen, nebenan. Ach du meine Güte, da hinten, ja. Na gut. Dann wollen wir mal.